Ja, also ich fange schon mal an. Ich bin heute hier, um Ihnen ein bisschen was zu erzählen zum Thema Cybersecurity, ein bisschen die größere strategische Perspektive. Ich fürchte, ich muss das hier nochmal runterfahren. Ich arbeite, wie schon gesagt wurde, vorrangig mit Militärs zusammen, relativ viel auch inzwischen mit den DAX-Konzernen, mit denen ich jetzt auch das Forschungsinstitut gegründet habe. Und da haben wir auch ganz speziell den Auftrag für die Nutzer von IT, ein bisschen kritisch auf diese Bereiche Cybersecurity und Privacy, Datenschutz zu gucken. Ah, jetzt geht's. Und das war immer so ein bisschen meine Mission. Ich war immer eher so ein bisschen der Feind der IT-Industrie und der Feind der Programmierer und des Silicon Valley, weil ich die immer relativ hart dafür kritisiert habe, dass sie so viel Mist gebaut haben. Ja, irgendwo kommt das Cybersecurity-Problem daher. Die tun zwar so, als wäre das irgendwie ein Naturfakt, Naturphänomen, aber leider liegt da tatsächlich der Hund begraben. Ja, also wir haben relativ Probleme, viele Probleme immer noch in dieser IT-Industrie. Von daher begrüße ich das heute auch bei Ihnen zu sein, weil ich da gerne auch ein bisschen Impulse in diese Richtung hätte, dass die ein bisschen härter reguliert werden und ein bisschen härter normiert werden. Ja, erstmal, was für Angriffe sehen wir denn auf die so ein bisschen in Richtung Safety gehen oder auf safety-kritische Systeme? Das Erste, was wir sehen, ist, dass kritische Ziele interessanter werden. Ja, wir haben also diesen Schlagabtausch zwischen dem Iran und den USA gehabt, wo die USA mit Stuxnet den Iran eingegriffen haben. Dann ist der Iran natürlich erstmal sauer gewesen, hat bei den Russen nachgefragt, ob sie denen irgendwie helfen können, das mal irgendwie zu verstehen und aufzubauen. Die waren sehr fleißig, die Russen sind auch sehr gut. Und da hat man gesehen, dass der Iran, das sehen Sie so auf der rechten Seite, sind die Kampagnen des Iran in 4 Jahren sehr, sehr gut geworden ist. Und dann auch einen Schwenk gemacht hat, davon einfach mal zu verstehen zu wollen, was das ist, hin zu einem Interesse, da eine eigene Abschreckungskapazität damit aufzubauen. Die haben sozusagen aus der Defensive rübergelernt in die Offensive. Und das war jetzt hier eine Kampagne, die wir 2014 gesehen haben, die Operation Cleaver, die sehr interessant war. Eine Spionagekampagne, haben wir erst gedacht, okay, ist irgendwie normale strategische Spionage aus dem Iran. Haben dann aber gesehen, dass relativ viele Kontroll- und Steuerungsdaten von Fluglinien und Flughäfen dabei waren, was man normalerweise jetzt nicht so als kritisches strategisches Ziel beachtet. Und haben dann verstanden, dass man da also versucht, eine Abschreckungskapazität aufzubauen, wenn also der Westen mal wieder in den Iran möchte, dass man dann demonstrieren kann, man kann Flughäfen abschalten, Air Traffic Ground Control zum Beispiel, und auch der Pilotenfunk liegt übrigens inzwischen auch als Voice-over-IP auf diesen gleichen Systemen, können Sie auch abschalten, dann müssen die Piloten nach Sicht fliegen, ohne sich koordinieren zu können. Das ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit heutzutage, von daher ist es auch ein effektives Abschreckungsmittel. Wir sehen auch Angriffe in Richtung safety-kritischer Systeme in vielen anderen Bereichen. Das hier war ein Vorfall, der bekannt wurde, dass tatsächlich ein Malware in einem deutschen Atomkraftwerk gefunden wurde. Was ganz lustig war, die Atomjungs haben uns immer gesagt, nein, nein, das kann nicht passieren, macht euch keine Sorgen. Wir haben es ihnen geglaubt, weil die Kraftwerke sowieso alle viel zu alt waren. Aber ein paar hatten dann tatsächlich noch IT drin. Und natürlich wussten wir auch, dass viele der Systeme doch angreifbar sind. Ja, leider sind vor allem auch die französischen Systeme, die alle so links vom Rhein stehen, in Windrichtung auf Deutschland, auch sehr digitalisiert und angreifbar. Von daher ist also auch das eine Sorge, die wir haben. Wir haben auch tatsächlich dieses Air Traffic Ground Control Szenario, haben wir schon mal live gesehen. Das war letztes Jahr in Schweden, da hat Schweden mit der NATO geredet und jemand hat dann währenddessen immer mal so ein paar Stunden die Air Traffic Ground Control von Stockholm ein- und ausgeschaltet. Ja, wir vermuten, dass es die Russen waren, im Militärbereich nennen wir das Blinking Lights, also mal ein bisschen Signale senden, dass man das blöd findet, dass die da reden und dass man die Lichter ausschalten kann, wenn man will. Das ist so ein normales militärisches Gehabe. Wir sehen das aber auch bei Kriminellen. Ransomware-Angriffe, Erpressungsangriffe auf kritische Infrastrukturen nehmen zu. Da kann man mehr Geld verdienen, als wenn ich jetzt Ihre Urlaubsfotos verschlüssle. Auch auf Krankenhäuser haben wir das gesehen, in den USA und in Deutschland. Und leider, das war sowas, ich komme ja ein bisschen aus der Offensivecke, das war sowas, was uns in der Offensivecke sehr gegruselt hat. Leider gibt es auch inzwischen Interesse, nukleare Command-and-Control-Geschichten anzugreifen, also Atomraketen, Atomwaffen mit Hackerangriffen irgendwie zu sabotieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn man in der Offensive arbeitet, da passiert auch viel Mist. Ja? Das ist irgendwie überhaupt nicht methodisch oder sowas, es ist mehr so eine Kunst als eine Wissenschaft, das zu machen. Und wenn Sie Umgebungen angreifen müssen, die sehr exotisch sind und ungewöhnlich, dann kann alles Mögliche passieren. Und das ist von daher leider kein besonders schöner Trend, ja, dass die Militärs jetzt, einige Militärs in diese Richtung gehen. Und wir versuchen gerade aber militärdiplomatisch das ein bisschen zurückzuziehen und denen zu sagen, solange wir das alles noch nicht richtig verstehen, Eskalationsmechanismen nicht klar sind, die ganzen Interaktionen nicht klar sind, dürft ihr solche Sachen nicht entwickeln. Mal gucken, ob sie sich dran halten. Wir sehen dann auch ein Interesse an neuartigen Zielen und Taktiken. 2015 zum Beispiel wurde ganz intensiv die maritime Industrie gehackt, die Häfen, die Schiffe.
bis hin zu den, die Frachtpiraten haben die Frachtlisten gehackt und haben die Koordinaten getauscht, um die in Gewässer zu fahren, also die Tanker mit den oder Frachtschiffe mit den Flachbildfernsehern dann irgendwie in die Richtung zu fahren und die mit den Bananen durften weiterfahren, um die auszuplündern, aber auch viele andere Angriffe der Drogenmafia zum Beispiel auf Häfen oder organisierte Kriminelle haben es geschafft, Öltankerzertifikate anzugreifen auf See und die dann mehrfach zu verkaufen am Markt. Das sind also alles ein bisschen neue Trends, die wir sehen. Und wir sehen auch tatsächlich ganz überraschende neue Taktiken. Stone Drill zum Beispiel, können Sie sich mal ansehen, ist so eine Wiper-Malware. Die kennen wir eigentlich schon ein bisschen länger aus dem militärischen Bereich. Im militärischen Bereich macht das Sinn. Eine Wiper-Malware ist eine ganz fiese Geschichte, wenn Sie die clever entwickeln. Und dann kann die sich auf alle Ihre Rechner, Sie sind jetzt meinetwegen ein DAX-Konzern oder sowas, dann geht die auf alle Ihre Rechner überall, findet alle Ihre SAP- und XY-Installationen, findet auch alle Ihre Backups. Lässt sich so schön 2-3 Monate Zeit, ist sehr klein, sehr stealthy, natürlich nicht zu entdecken. Und dann hat die so eine Timebomb drin und wenn die losgeht, dann wird über Nacht natürlich, damit es möglichst keiner merkt, dass es irgendwie stört, alles gelöscht und mit über verschlüsseltem Nonsens überschrieben, ja, mit einer schönen Verschlüsselung. Das heißt, die Daten sind komplett weg. Ja, dann kommen sie morgens früh rein in so einen DAX-Konzern und es ist nichts mehr da. Ja, das ist natürlich ein Extinction-Event, sagt man, also dann ist der Konzern tot. Man hat lange Zeit gesagt, es macht eigentlich nur Sinn im militärischen Bereich, wieder um so eine Abschreckungskapazität zu bauen. Aber wir sehen jetzt tatsächlich auch Kriminelle, die damit rumexperimentieren. Das wurde auch schon ein großer Industriekunde in Europa angegriffen. Damit Stone Drill ist halt jetzt die neue Variante, die so ein bisschen von Kriminellen benutzt wird. Wir vermuten, dass man versucht, so eine Art Erpressungsmodell zu bauen, wo man sagt, okay, ich töte mal ein Fortune 500-Unternehmen und frage dann die anderen 499, was sie jetzt zahlen wollen, damit ihnen das nicht auch passiert. Ja, ist natürlich auch ein Modell. Ja, auch Angriffe auf eingebettete Systeme werden interessanter. Wir hatten verschiedene Angriffe im Bereich Medical IT. Das ist ein totales Blutbad. Ja, das ist völlig unsicher, hängt alles am Internet. Bis alles, was in Krankenhäusern so rumfleucht, auch die medizinischen Geräte, die eingebaut werden, ist absolut grauenhaft. Das ist auch ein totales Rätsel, warum das noch keiner hart reguliert hat. Wir rechnen aber damit, dass es dieses Jahr kommt, weil die Aufmerksamkeit langsam da ist. Auch bei Autos ist es nicht so besonders schön. Auch die neueren Konzepte, die wir gesehen haben für viele Autos, insbesondere auch für das Smart Car, um das sicher zu machen, sind noch nicht so richtig tragfähig und überzeugend. Smart Home haben wir auch andauernd irgendwelche Angriffe. Es sind auch alles kleine, mittlere Unternehmen, die das herstellen, natürlich auch nicht so viel Geld haben für Quality Assurance, bis hin zu Angriffen, die dann tatsächlich in größeren Landstrichen die Heizung abschalten über solche smarten Aktivitäten. Wie bitte? Ach so. Bildschirm läuft nicht mit? Okay, naja, das müssen die Jungs da machen. Und wir haben auch interessanterweise bei Vault 7 gesehen, diese CIA-Hacks, die dann von WikiLeaks geleakt wurden, dass die eine große Abteilung hier hatten, die hieß Embedded Development Branch. Soll ich mal den alten Trick mit rein- und rausstöpseln versuchen? Hightech. So. Ja. Ja, geht auch ohne Bild weiter. Ah, jetzt geht es ein bisschen weiter. Okay, jetzt müssen wir hier einmal noch. Nee, geht nicht weiter. Okay. Wir haben aber auch, ich mache dann einfach ohne weiter. Wir haben dann aber auch gesehen, dass das bei diesen CIA-Hacks war ganz interessant. Das müssen Sie sich mal ansehen. Da gibt es so eine Abteilung, die heißt Embedded Development Branch. Die machen nur Angriffe auf eingebettete Systeme. Ja, das, und die ist extrem groß. Also wenn Sie sich die mal ansehen, da waren diese Fernsehangriffe waren mit dabei. Aber die, ich habe mir die mal im Detail durchgesehen. Das ist eine riesige Liste. So was? Das ist aber okay. Und die und es macht halt eigentlich total Sinn, dass man das auch macht, weil natürlich diese ganzen Embedded Devices gerade für so jemanden wie die CIA unheimlich viel Wirkung entfalten kann. Ja, man kann ja eigentlich fast alles angreifen inzwischen, was irgendwie so rumläuft und rumfliegt. Man hatte ja auch da konzipiert, ob man vielleicht ein Smart Car gegen die Wand fahren kann, um da Zielpersonen damit zu töten. Das geht also auch durchaus auch. Da gibt es zwar eine sehr hohe Diversität, aber sehr ähnliche Strukturen und Probleme. Von daher ist es also ein Bereich, der aus so einer Hacking-Perspektive sehr, sehr interessant ist. Wir haben dann leider auch das Problem, dass diese ganzen eingebetteten IT-Systeme und Industrial-IT-Systeme sehr unsicher und sehr verwundbar sind. Ja, die haben also eine sehr hohe Defektrate, teilweise bis zu 3-4%, das ist relativ hoch.
Man hat relativ wenig Segregation, eine exponentielle Komplexität in diesen Geschichten, insbesondere wenn die dann aufeinander gestöpselt werden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass da nie so richtig security-sensibel gebaut wurde. Ja, da gab es nie irgendwie Security-Quality-Assurance-Geschichten. Wir sehen es auch daran, dass sehr viele, sehr alte Fehler da rumfliegen. Also sie finden massenhaft Buffer-Overflow und SQL-Injection-Geschichten. Buffer-Overflow ist so ein schönes Problem, das wurde 1975 theoretisch gelöst in einem Paper. Gab es eine Publikation und ist bis heute immer noch der prominenteste Angriffsvektor in der IT, woran Sie ganz gut sehen können, wie bemüht die IT-Industrie ist, Angriffsvektoren zu vermeiden. Wir haben auch dann natürlich in dem Bereich Industrial IT sehr viele, sehr viele Standardfehler, Authentifizierung zum Beispiel ist ein ganz großes Problem. Bei fast allen Sachen finden Sie irgendwie hardcodierte Passwörter, die irgendwie im Manual stehen oder die Sie raten können, wenn Sie irgendwie mal auf die Rückseite vom Gerät gucken oder sowas. Sichere Konfiguration, weiß eigentlich keiner so genau, was es ist. Und da nützt Ihnen natürlich auch der Mensch nichts. Ja, wenn der Hersteller schon nicht weiß, wie er das machen soll und wie das überhaupt geht, dann kann der Nutzer das erst recht nicht. Und die lassen sich teilweise auch sehr einfach stören. Ja. In vielen Tests muss man die einfach nur mal anpingen, anrufen und da crashen schon ganz viele von denen. Auch safety-kritische Systeme sind da gecrashed und nicht wieder gestartet. Also man hat sehr viele sehr alte Fehler da drin in diesem ganzen Bereich und das ist natürlich sehr, sehr unschön, weil der jetzt durch diese erhöhte Konnektivität ganz massiv schnell auf uns zurollt und natürlich auch sehr viele Angreifer anziehen wird. Ein weiteres Problem ist auch, dass der Risikolevel sehr, sehr hoch ist. Man hat normalerweise bei so Angriffen im Internet und auf ihrer Office-IT ist die hochkritischen Bereiche sind 30%. Das heißt, ein Drittel aller Angriffe gehen quer über alle Systeme, sie können alles machen. Bei Embedded sind es fast 50%, ja, 49%, also sehr, sehr hoch. Was bedeutet, dass man mit sehr vielen einfachen Angreifen, also selbst der kleinste, untalentierteste, dämlichste Angreifer kann theoretisch ihre smarten Environments angreifen, kann irgendwie ein Krankenhaus angreifen, kann kritische Infrastrukturen angreifen und wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einen kompletten Systemzugang haben. Ja, wir sehen das auch ganz interessant bei diesen verschiedenen Untersuchungen, die wir jetzt haben, dass es insbesondere alles betrifft, was so industrial ist. Je mehr man an diese Office-IT-Umgebung rankommt, das sehen Sie ganz unten, Betriebssysteme, mobile Applikationen, da gibt es immer noch Probleme. Aber das ist halt sowas, die haben quasi so schon jetzt 20 Jahre Security-Geschichte hinter sich, haben da viel gemacht und sind natürlich entsprechend sehr viel härter. Aber alles, was so noch keine Security-History hat, diese ganzen SCADA-Geschichten, Siemens Simatic etc. pp., ist immer noch alles hochgradig verwundbar. Auch diese ganzen Industrial Firewalls, Industrial Router und sowas, die haben einfach wahnsinnig viele Fehler in ihrem Code. Das nächste Problem ist dann auch, dass wir eine relativ unreife Wahrnehmung haben. Die Risikowahrnehmung ist relativ unreif, wenn Sie sich mal die meisten Papiere ansehen, auch die neuen EU-Regulierungspapiere, die reden da immer noch vom Trojaner und von Phishing-Angriffen und sowas. Das waren die 90er, ja, also in der Offensiv-Community zumindest reden wir über völlig andere Szenarien, auch in der DAX-Community reden wir über völlig andere Risikoszenarien. Das wird von der Politik und von der Regulierung auch gar nicht abgebildet. Ja. Die sind echt stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob es daran dauert, dass diese bürokratischen Prozesse so extrem lange dauern, aber es ist wirklich in keiner Weise irgendwie relevant für das, was wir jetzt so als hohe Risiken sehen. Nur mal als Beispiel, eines der großen Angstszenarien in der DAX-Community und in der Fortune 500-Community sind SAP-Probleme. SAP ist auch furchtbar unsicher, ja, das ist also egal, was die Ihnen erzählen, die haben irgendwie über 300 Millionen Zeilen Code, die irgendwie rammelig zusammenprogrammiert wurden von den billigsten Programmierern über 40 Jahre. Da haben sie ein paar hunderttausend Schwachstellen in so einer SAP drin, von denen SAP auch selber gar nicht weiß oder wissen kann, wo die auch nur entfernt sein könnten. Ja, es ist wirklich so. Und gleichzeitig sind das natürlich sehr kritische Systeme. Wir hatten bei einem Fortune 500 einen dokumentierten Fall, wo so ein SAP-Ausfall 22 Millionen US-Dollar pro Minute gekostet hat. Und die anderen sind sich auch einig, wenn so eine SAP mal richtig gegrillt wird über Nacht, dann ist das Unternehmen tot. Ja, das ist natürlich was nicht so schön ist. Auch Industrial IT ist so unterhalb des Radars, das ist irgendwie noch nicht so richtig, es gibt zwar hatte der Kollege Wegner erwähnt, diese EC62443 Entwicklung, aber das ist alles sehr schleppend, sehr langsam, keiner versteht so richtig, was die Verbindung von Safety und Security eigentlich ist, was überhaupt Security in Embedded sein kann, wie man so ein Risk Assessment macht. Wir sehen aber trotzdem, dass es dauernd Probleme gibt. Das hier ist gerade gestern rausgekommen, Rockwell Advisory für Cisco Softwareprodukte. Das ist, glaube ich, einer der Rekordhalter für Vulnerabilities, die in einem einzigen Produkt, in einer einzigen Meldung drin waren. Ja, also das hat einer mal dann doch mal raufgeguckt und gleich irgendwie 40 Vulnerabilities in einer Woche gefunden. Und das ist so ein bisschen indikativ dafür. Sie sehen hier, er konnte sich das nicht verkleifen, noch eine Bemerkung dazu machen, weil es wirklich so furchtbar ist. Und
passiert aber natürlich auch vielen anderen. Ja, auch Siemens wirft inzwischen wöchentlich irgendwelche Advisories raus und so weiter. Also das ist alles ein Bereich, der sehr, sehr unreif und sehr unterentwickelt ist. Ja, die nächste schlechte Nachricht, IT-Sicherheit funktioniert überhaupt nicht. Ja, wenn Sie jetzt meinen, okay, dann kaufe ich mir jetzt so eine Firewall oder so einen Scheiß, vergessen Sie es. Können Sie sich hier mal, bei der NIST gibt es eine schöne Liste, wo die Unterschiede sind zwischen so einem normalen Office-IT-System und einem Industrial-Control-System. Die haben eine ganz tolle riesige Publikation, das ist Required Reading. Ja, ich mache einen Test, wenn ich Sie alle wiedersehe irgendwann mal, ob Sie das gelesen haben, wo wirklich alles im Detail drinsteht, dass die beiden sind wirklich völlig andere Bereiche. Ja, das heißt, Sie können erstmal diesen ganzen Office-IT-Security-Kram überhaupt gar nicht übertragen. Ja, also abgesehen davon, dass das sowieso nicht funktioniert, auch schon in der Office-IT, können Sie es auch gar nicht so richtig übertragen. Wir haben auch ganz andere Konzepte von Toleranzen, Incident-Toleranz, Downtime-Toleranz, ganz viele eingebettete Systeme brauchen ja 99,999% Uptime. Wenn Sie das Ding dreimal die Woche ein paar Stunden patchen müssen, weil irgendjemand total Mist gebaut hat, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Ja, wir hatten so eine lustige Diskussion auch mit den Versicherern und Prüfern, wo es dann um die digitale Bremse ging, mal als hypothetisches Szenario im Smart Car und wenn da jetzt eine Schwachstelle drin auftaucht und die muss gepatcht werden, kann ich dann ein WLAN an die Bremse bauen, dass sie irgendwie bei der Fahrt gepatcht wird? Was passiert mit dem Auto, wenn die Bremse bei der Fahrt gepatcht wird? Wenn sie nicht gepatcht wird, ist ein Window of Opportunity für Angreifer da, sagt der Versicherer, okay, solange es nicht gepatcht ist, ist es nicht versichert. Das heißt, sie müssen ranfahren mit dem Auto und müssen warten, bis ein Patchmobil vom ADAC kommt und ihnen die Bremse patcht. Ja, und dann können sie weiterfahren. Das passiert aber natürlich bei allen Autos dieser Flotte gleichzeitig, von daher müssen wir wahrscheinlich eine ganze Weile warten. Ja, auch der ganze Cybersecurity-Markt ist sehr unreif. Das sind eigentlich alles Firewall-Produkte, die wir da haben. Ist jetzt nicht so richtig schön, was man, also die tun alle so, als wäre es furchtbar divers, was sie da haben. Letzten Endes sind es alles immer noch Detection und Filtering. Tolle Begriffe, ist aber fast alles Marketing. Ja? Also glauben Sie denen kein Wort, das sind wirklich Marktschreier hoch 10. Und wir haben auch das lustige Problem, dass die eine ganz schlechte Eigensicherheit haben. Ja? Also die Software, Security-Software, wenn wir so Tests machen im Hochsicherheitsbereich, wir greifen über drei Vektoren an im Moment. Das sind die Betriebssysteme, das ist die Firmware oder es ist die Security-Software. Ja, das sind die drei Sachen. Security-Software ist tatsächlich am einfachsten. Denn das Lustige ist natürlich, dass Security-Software ist auch Software. Die wird auch normalerweise geschrieben von kleinen und mittleren Unternehmen, die haben kein Geld, keine Zeit und kein gar nichts für Quality Assurance und wollen es auch nicht. Die müssen all ihr Geld im Marketing stecken. Das heißt, da sind Fehler drin, ja? Programmierfehler und leider sind da extrem viele Fehler drin. Ja? Wir haben da Defektraten teilweise bis zu 7% gefunden, also noch viel räudiger als in anderen Bereichen. Und gleichzeitig haben die natürlich, machen die ganzen Sicherheitsfunktionen und haben relativ hohen Zugang auf ihre Systeme, relativ hohe Privilegien, ja? Weil die auch nicht gesandboxed sind und so weiter. Das heißt, Sie können die relativ gut angreifen und kommen damit quer ins System. Und wir hatten also schon viele Angriffe. ERNW ist so eine Bude, die machen das regelmäßig. Auf so eine FireEye zum Beispiel, da haben sich viele DAX-Konzerne geärgert. Die kostet ein paar Millionen, wenn sie die installieren. Das ist so eine Goldrandlösung, ist furchtbar verwundbar. Machen sie sich also noch verwundbarer, als sie es vorher schon waren. Und das hier war so eine neuere Meldung von vor ein paar Tagen, wo Geldautomaten, Security-Software so schlecht gebaut wurde, dass sie dann über die Security-Software sich Geld haben auszahlen lassen können an den ATMs. Ja. Also das sind Sachen, die wir so als Probleme haben. Wir hatten auch einen schönen Workshop dazu, können Sie mal uns auf der Webseite mal nachsehen, was man da alles machen kann. Und da sehen Sie, dass bei vielen Produkten so ein Nettoverlust in der Sicherheit entsteht. Ja, wenn Sie sich also die Security-Software kaufen, sind Sie nachher unsicherer als vorher. Wir sehen es auch an so ein paar Paradigmen in der Security, dass die nicht richtig funktionieren. Patching zum Beispiel, ich sage Ihnen jetzt nicht, Sie sollen nicht patchen, ja, aber teilweise haben Sie das Problem, dass so ein Patch 3000 Zeilen Code hat. Das heißt, Sie haben drei neue Vulnerabilities, um eine alte zu patchen. Sie haben auch das Problem, dass vielleicht im Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, was die Advisories waren, ein paar hundert Vulnerabilities wurden aus diesem Industrial-IT-Bereich rausgezogen. Gleichzeitig können Sie davon ausgehen, dass ungefähr 15.000 neue obendrauf programmiert wurden, weil es in keinem Verhältnis zueinander steht, was man unten rauszieht und was oben neu raufgebastelt wird. Hat auch in diesem ganzen Industrial-Bereich überhaupt keiner irgendeine Ahnung, wie man so Patching und Vulnerability-Management überhaupt macht. Ja, gerade wenn es so ein 10, 30 Personen Mittelständler ist oder sowas. Dann auch dieses ganze Detection-Paradigma, unglaublich viele False Positives, False Negatives, wie ich gesagt hatte, leicht angreifbar, funktioniert alles überhaupt nicht, ab mittlerem Angreiferlevel überhaupt nicht mehr effektiv und wir haben auch keine Silver Bullets. Die tun jetzt alle so, als hätten sie irgendwie AI oder hier hätte irgendwie jemand Blockchain gesagt, ja, das ist irgendwie so alles so Buzzword,
Bullshit, Bingo, was die da immer spielen. Aber es ist alles Mist. Ja, ich hatte vor 6 Wochen ein Panel am MIT moderiert mit Patrick Winston, das ist so der Direktor für AI am MIT. Ich hatte mit ihm relativ lange geredet über den Nutzen von Insecurity und er meinte auch, das ist nach wie vor nur Statistik. Lasst euch nicht täuschen, die haben mehr Daten und die Rechner sind schneller, aber es ist nur Statistik. Die AI hat die Intelligenz von einem dummen Hund, ja, wenn sie gut ist. Von daher also nicht in der Lage, irgendwelche cleveren Angreifer vorherzusagen. Wir haben auch Zielkonflikte. Das hier war ein schönes Beispiel. Da ist also ein Operationssaal runtergefahren, weil er ein Security-Update machen musste, mitten in der Herz-OP. Ja, das sind also auch Sachen, die Sie nicht unbedingt haben wollen, wenn Sie so Standard-Office-IT bauen. Auch Verschlüsselung, hatte ich hier gehört, nützt Ihnen überhaupt nichts. Ich arbeite, wie gesagt, viel mit Offensiv. Verschlüsselung beeindruckt uns sehr wenig. Nicht, weil der Nutzer so dämlich ist, das ist auch immer, aber im Hochsicherheitsbereich greifen wir die Nutzer nicht an, weil die normalerweise so ein Training haben und weil man da eine Spur hinterlässt. Wir greifen einfach den Rechner an, auf dem die arbeiten und lesen direkt mit, wenn er das reinschreibt und wieder aufmacht und liest. Ja, das ist total einfach und kostet nichts. Von daher kann mir die Verschlüsselung auf dem Weg dann auch egal sein. Und in dem Bereich Industrial Embedded sehen wir jetzt doch einen hohen Trend zur Isolierung. Das ist also, dass man irgendwie sagt, okay, ich weiß, meine Factory ist super unsicher oder meine Device ist total unsicher, ich baue da jetzt so ein Secure Gateway. Da gibt es ja dann leider auch Anbieter, die so einen Mist verkaufen. Das ist aber History Repeating. Ja? Das ist Firewall all over again, wo sie jetzt nochmal versuchen, diese völlig gescheiterte Technologie dann doch nochmal irgendwie an den Start zu bringen in diesem Bereich. Und ich wünsche mir, dass die jetzt nicht auch nochmal 20 Jahre brauchen, um zu merken, dass die Firewall doch nicht funktioniert. Ein anderes Problem ist auch, dass Standards und Testing überhaupt noch in der Entwicklung sind. Ja, diese IEC 62443 braucht eine Weile, bis er sich entwickelt, bis dann aber Testmethoden entwickelt sind. Das braucht auch nochmal 3 bis 5 Jahre, bis sie das dann alles verifiziert haben, herausgefunden haben, dass die Hälfte davon Mist ist, dass sie das nochmal neu schreiben müssen und so weiter. Also darauf müssen sie nicht warten. Abgesehen davon sind die Testing-Methoden meist unrealistisch. Ja, wir hatten so eine lustige Geschichte, wo das ZDF über einen Security-Hacker, den ich denen vermittelt hatte, mal 5 Standard-Security-Produkte, die alle absolute Sicherheit versprochen haben, in 4 Stunden alle durchgehackt haben. Dann haben die Hersteller angerufen, haben gefragt, was ist denn hier los? Und die haben gesagt, ja, die hätten sich ja nicht an die Testmethode gehalten. Ja, was kann man machen? Hochsicherheitsansätze kann man machen. Das ist sowas, was tatsächlich relativ effizient ist. Da hat das Pentagon mal am MIT angerufen, hat gefragt, könnt ihr mir eigentlich einen unhackbaren Computer bauen? Die haben gesagt, klar, können wir machen. Das war das Crash-Programm und da hat man dann die Probleme in 4 Problemklassen kategorisiert, hat die als mathematische Theoreme formuliert und dann architektonische Lösungen gegen diese Problemklassen entwickelt. Das war möglich. Die haben überhaupt keine Vulnerabilities. Der Punkt ist einfach, die IT neu zu entwickeln, so dass sie nicht verwundbar ist. Und man konnte den Code dazu so schreiben, dass jede Zeile Code das Theorem beweisen musste. Das heißt, der Code war auch nur dann ausführbar, wenn wirklich mathematisch beweisbar war, dass diese Problemklasse nicht mehr existiert. Ja, das war ein sehr schönes theoretisches Programm. Das hat man dann, also die Idee ist sichere IT statt IT-Sicherheit sozusagen, das hat man dann auch in die DARPA rübergeschoben. Die DARPA hat damit Helikopter und Trucks gebaut. Die sind auch tatsächlich inzwischen fliegen die und die DARPA-Projekte sind abgeschlossen. Die sind auch haben erfolgreiche Prototypen. Die haben auch diesen Boeing Unmanned Little Bird bei der NSA mal reingeschoben für 6 Wochen Whitebox-Testing gemacht, haben keinen einzigen Angriff implementieren können. Da haben wir zum Glück jetzt auch ein paar Industrialisierungen in Deutschland. Wir sehen dann auch, dass die so sehr hohe weitere Gewinne bringen. Wenn Sie also so ein sehr unkomplexes, einfaches Betriebssystem haben mit einer sehr verifizierten Umgebung, dann merken Sie ganz schnell, die sind auch sehr viel schneller als so ein hochkomplexes Betriebssystem. Die sind sehr viel robuster, zuverlässiger. Sie müssen die vor allen Dingen 15 Jahre nicht anfassen. Der braucht keine Updates, keine Patches, keine Änderungen. Der bleibt 15 Jahre ungeändert in so einer Maschine. Ist nur 10% per Unit, kostet teurer. Und ist natürlich durch diese formalen Verifikationen etc. weit, weit oberhalb von allen CC, EAL-Leveln und weit vor der Regulierung. Ja, also da sind Sie so sicher, da kann Ihnen die nächsten 8 bis 10 Jahre mit Regulierung auf jeden Fall überhaupt gar nichts passieren. Ja, das ist das Ende meines Vortrags. Danke.